Moin zusammen, herzlich willkommen zu meiner neuen plattdeutschen Serie Plattdeutsch für Anfänger. Und dann fangen wir auch gleich beim Anfang an. Wo kommt eigentlich das beliebte plattdeutsche Wort Moin her? Das kommt aus dem ostfriesischen Platt. Da heißt Moi schön. In Moin da heißt ein schönen Tag. Und wir Norddeutschen sind etwas maulfaul und dann sagen wir einfach nur Moin, was eigentlich heißt ein schönen. Das kann man übrigens den ganzen Tag sagen. Morgens kann man Moin sagen, mittags kann man Moin sagen und spätabends um 23 Uhr kann man auch noch Moin sagen, auch nachts um 4, egal. Dann gibt es natürlich Ecken, wo einige Menschen sagen Moin Moin. Da sagen andere wieder zu, das ist sehr geschwätzig, man sagt nur einmal Moin. Wenn man richtig herzlich und wild und also wirklich überschwänglich und emotional jemanden begrüßen möchte, dann nickt man dabei. Das geht so. Moin. Das war's. Nächstes Mal lernen wir Tschüss. Tschüss. Moin, Timo. Moin, moin. Na, du bist ja heute geschwätzig. Ja. Sag mal, hast du denn auch schon Italienisch gelernt? Italienisch? Ja, startet ihr nicht heute in euren Italienurlaub? Ah ja, du hast recht. Ja, doch. Ja, den wichtigsten Satz, den kann ich schon. Na, lass mal hören. Un caffè, per favore. Ja, das ist wieder typisch Timo. Timo und sein Kaffee. Und was kannst du sonst noch so? Ja, das war's eigentlich. Oh, cosa mi può consigliare di mangiare? Jetzt musst du mir aber kein schlechtes Gewissen machen, Doris. Also ich fand meinen Kaffeesatz eigentlich schon ganz schön gut. Ja, schon gut, Timo, du hast ja recht. Aber weißt du, ich finde das immer total cool, wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich auch ein bisschen die Sprache kennen und die Menschen kennenlernen. Das fand ich schon immer irgendwie spannend. Ja, stimmt. Ich habe mich auch vorbereitet. Also immer wenn ich reise, dann google ich vorher, wie viel Trinkgeld man in so einem Land zahlen muss. Aber Timo, dir ist wirklich nicht zu helfen. Aber jetzt, also einen habe ich noch. Ich habe ja Hanna und die spricht 11 Sprachen und die lernt gern noch eine dazu. Und na, die kauft sich sowieso immer 100 Bücher für die Orte an, die wir reisen. Also ich denke, das ist kein Problem. Na Timo, wie gut, dass du Hanna hast. Benvenuti alla cerimonia del Signore con il tema Integrazione. Was war denn das jetzt? Timo, herzlich willkommen zum Baustein-Gottesdienst mit dem Thema Integration. Ja, wir begrüßen Sie. Und wie immer werden die Liedtexte an der Leinwand oben angezeigt und wer das nicht lesen kann, kann sich gerne vorne eine grüne Mappe holen. Kaffee gibt es natürlich auch immer, wie immer, und Käsebrötchen. Wir haben eine kleine Veränderung, wir sind ja eine Baustelle. Alles ist jetzt da, hinten in der einen Ecke. Wir haben uns gedacht, diese Bänke, da kann man immer die Leinwand so schlecht sehen, da können wir eigentlich auch eine große Kaffee-Ecke gestalten. Da gibt es also den Kaiser-Kaffee und die italienischen Kaffeespezialitäten an einem Ort. Ja, und für alle Kinder, ihr dürft euch heute hier frei bewegen und da in der Kinderecke wird wieder mit euch gebastelt und da könnt ihr auch euch aufhalten während des Gottesdienstes. Der Gottesdienst wird ja wie immer aufgezeichnet für Menschen, die nicht da sind oder die nochmal schauen wollen. Man kann ihn hinterher auf YouTube sehen. Heute ist es so, denn wir fahren ja nach Italien. Erst in 2 Wochen wird der online sein, dieser Gottesdienst. Und dann haben wir heute Special Guests unter uns. Und ich weiß nicht, wie viele. Ich frage einfach mal, wer feiert heute mit uns gemeinsam seine silberne Konfirmation? Steffi, Keiner. Das ist aber schön. Ja, das ist wunderbar. Vor 25 Jahren war das hier noch ein bisschen anders vielleicht, aber an eurer Konfirmation gab es Abendmahl natürlich. Ich vermute, ich weiß es nicht, hier im Kreis. Heute werden wir auch Abendmahl feiern im Baustellengottesdienst, aber wir sind ja eine Baustelle, heute ist das anders. Das werden Sie nachher merken, ich werde das genau erklären. Man kann sich dann frei hier bewegen und Abendmahl feiern, wie das für einen persönlich so passt. Und jetzt lassen wir uns gemeinsam feiern, diesen Gottesdienst. Lassen wir uns diesen Gottesdienst feiern, wie immer im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Band hatte Bandtag. Die haben geübt. Die haben ganz, ganz viele neue Lieder. Die hören wir nicht alle heute, aber wir werden in den nächsten Gottesdiensten immer wieder schöne
neue Lieder gemeinsam mit der Band singen können. Stehe bitte dazu auf. Liebender Vater, du bist so groß und so mächtig. Du bist der Schöpfer dieser Welt. Mit all deiner Weisheit und Kreativität hast du jeden einzelnen von uns einzigartig und wunderbar geschaffen. Danke für diese Vielfalt. Wir dürfen in Jesu Namen Gemeinde leben. Da gibt es keine Unterschiede, ob Mann oder Frau, Erwachsener oder Kind. Jede Nationalität ist bei dir willkommen. Herr, schenke uns heute durch deinen Heiligen Geist die Erkenntnis, so unterschiedlich, wie wir im Einzelnen sind,
Gemeinschaft, Verstehen und Frieden miteinander. Wir wollen jetzt unsere Nachbarn zur rechten und zur linken Seite begrüßen mit den Worten: Friede sei mit dir. Amen. Wer möchte, kann beim nächsten Lied stehen bleiben. Schatten ist, statt ein Lächeln über mir.
Wir beide lesen heute ein bisschen spontan zusammen Jeremias Brief an die Weggeführten in Babel. Das ist Kapitel 29, Vers 1, 4 bis 7 und 10 bis 14. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch hab wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, so spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Das ist ja ganz schön krass, was Gott da verlangt von den Israeliten. Sie sollen sich ja total in diese fremde Kultur in Babel integrieren. Ja, das ist richtig krass und auch gar nicht so einfach. Also ich habe ja mein Leben lang in Wildeshausen gewohnt und jetzt bin ich nach Dünsen gezogen. Und du hast dir in Dünsen einen Mann genommen. Du hast also alles richtig gemacht. Ja, aber ohne wäre das auch gar nicht so einfach, wenn du nämlich so in so ein fremdes Dorf kommst und ich spreche noch nicht mal platt. Wie schwer muss das erst für Menschen sein, die noch nicht mal Deutsch sprechen? Ja, aber Timo, ich glaube, da ist dann so die andere Seite gefragt. Wie die andere Seite, wie meinst du das? Ja, ich meine wir, also wir Einheimischen, wir sollten uns doch für die fremden Menschen öffnen. Das stimmt, es ist gar nicht so einfach mit dieser ganzen Integration. Ja, aber wenn wir es tun, haben wir Gott wirklich auf unserer Seite. Du hast recht. Suche der Stadt Bestes. Und wenn es ihr wohl ergeht, dann wird es euch auch wohl ergehen. Ja, Integration steht unter dem Segen Gottes. Wir haben eben den Bibeltext gehört, gemeinsam. Und deswegen lasst uns jetzt unseren Glauben bekennen. Wir machen das wie immer mit einem Lied, mit dem Glaubensbekenntnislied und gemeinsam mit der Band. Sie dürfen dazu aufstehen. Er ist am Kreuz gestorben.
Gemeinschaft mit Gott als Fundament. Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns trennt. Wir werden auferstehen, wie Christus es getan. Die Schuld wird uns vergeben, ich glaube daran. Ich darf heute zwei Menschen hier nach vorne bitten zum Interview, die sich mit Integrationsfragen so richtig gut auskennen. Thea Möhring, die hier seit mehreren Jahren die Flüchtlingsintegration ganz stark unterstützt und mit begleitet, und Nibal, der zu uns gekommen ist aus Syrien. Ganz herzlichen Dank erstmal, dass ihr euch dazu bereit erklärt, euch hier so zu exponieren. Ich wollte dich erst, Thea, fragen, was motiviert dich, dich mit Flüchtlingen zu engagieren, da bei der Integration zu helfen? Ich bin da ganz spontan reingekommen und in den Deutschunterricht, und das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht mit den Lehrern da und mit den Flüchtlingen. Da habe ich einfach festgestellt, oh, wie nett diese Menschen sind und wie viel Spaß wir miteinander haben. Und dann habe ich auch noch über mich selber so ein bisschen nachgedacht und gedacht, Mensch, früher bin ich so oft auch umgezogen, und dann ist man alleine in der Stadt, und wie man sich freut, wenn da jemand ist, der sagt, Mensch, soll ich dich mal mitnehmen, soll ich dir etwas zeigen? Oder auch meine Kinder oder unsere Kinder alle, sie sind in der Welt überall unterwegs, am Studieren, Praktikum machen und so weiter. Und ich als Mutter war sehr froh, wenn dann jemand meine Tochter unterstützt hat und auch gesagt hat, komm her, ich helfe dir, ich nehme dich mit. Super. Dann wollte ich fragen, was sind die Dinge in eurer Erfahrung, die helfen, dass Integration gelingen kann? Was braucht es für Integration? Zuerst, wir brauchen die Sprache. Und ich glaube, Tia, sie hat sehr gut das gemacht mit Gruppe, Hilfegruppe in Begegnungsstadt. Diese Café, jede zwei Wochen, auch ist super. Wir treffen die deutschen Leute und wir können ein bisschen sprechen auf Deutsch. Und auch bei der Arbeit, man kann sehr gut integrieren mit Leuten. Sie können die Leute uns fragen, und wir können auch, wenn wir brauchen Hilfe oder so, auch fragen und die Antwort gerne. Und du sagtest ja auch, du wirst auch schon gefragt. Deine Hilfe wird auch schon gebraucht in der Arbeit. Und wie schön ist das? Wie fühlt man sich dann wohl und anerkannt, ne? Wenn man selber merkt, boah, jetzt bin ich da angekommen. Ja. Weil ich glaube, Arbeit war für dich das Größte. Ja, das ist super. Wo man das merkt, ich bin da angekommen, ich kann das, ich schaffe das alleine. Ja, alleine nicht. Also Arbeit war so ein Punkt, wo ihr gesagt hättet, da ist Integration gelungen, da ist ein großer Schritt nach vorne gegangen. Ja, das ist der größte Schritt. Der größte Schritt? Der größte Schritt. Okay, in deiner Erfahrung, super. Und hast du noch andere Erfahrungen von so Schritten, wo du sagen würdest, da hat das Gefühl, ist jemand besser angekommen? Ich merke in den Familien, bei den Kindern, im Kindergarten und in der Schule, dass sie da auch eben mit vielen Deutschen sprechen müssen, dass sie auch da angekommen sind, dass es da den Kindern unheimlich hilft. Oder beim HTB, wo sie eben mit vielen Deutschen zusammen sind und Kinder untereinander, da sind alle gleich. Und von daher, und das tut den Eltern dann wieder gut, sie werden angesprochen, zu Festen eingeladen. Das ist einfach schön, das merke ich immer wieder, wie sie sich dann freuen, wenn sie schon mal wieder jemanden kennen unterwegs, sagt dann jemand Hallo, allein schon. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Was braucht es für gelungene Integration?
Wir haben gerade ganz Verschiedenes gehört. Für Doris ist es hilfreich, jemanden in Dünsen zu heiraten. Wir haben von Nibal und Thea gehört, Kontakt mit Deutschen, Beziehungen am neuen Ort. Die Sprache ist ganz wichtig. Arbeit, das hilft, um anzukommen. Unser Predigt war, dieser Brief, den Jeremia an die Weggeführten nach Babel schreibt, das sind die Israeliten, die nach Babylon, das heutige Bagdad im Irak, deportiert worden sind, fasst all das zusammen und setzt, finde ich, doch noch einen besonderen Akzent. Er schreibt ihnen, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Ich möchte diese Worte so zusammenfassen, kommt ganz am neuen Ort an, mit Haut und Haaren, mit eurem Körper und mit eurer Seele. Lasst euch auf diesen Ort ein. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Ich denke, fast jeder von uns hat irgendwo in seinem Leben Momente gehabt, wo er sich neu integrieren musste. Eine neue Schule, ein neuer Arbeitsplatz, dann zieht man vielleicht in ein neues Wohnviertel, eine andere Nachbarschaft. Oder man kommt aus dem Nahen Osten hierher. Ganz unterschiedliche Erfahrungen hat jeder von uns. Aber ich glaube, jeder, der einmal einen solchen Prozess durchlaufen hat, der weiß, es kostet etwas. Das ist ganz schön schwer, sich wieder neu irgendwo zu beheimaten. Es wird schwieriger, wenn man die Kultur und die Sprache und die Religion des neuen Ortes nicht teilt. Wenn man da aus einem ganz anderen Hintergrund kommt. Es wird auch schwieriger, wenn man weiß, dass man am neuen Ort nicht ewig sein wird. Wenn die Arbeitsstelle auf 3 Jahre befristet ist und man schon im Blick hat, irgendwann werde ich wieder gehen. Und es wird auch noch zusätzlich schwierig, wenn der neue Ort feindlich ist. Wenn die Leute einen vielleicht mit Verachtung begegnen oder vielleicht richtig offenkundig einem feindlich sind, einen hier nicht wollen. Alles das haben die Israeliten auf sich vereint. Sie sind in ein Feindesland deportiert worden. Sie sind von denen, die den Krieg gewonnen haben, mitgenommen worden und am neuen Ort in einem Status als Gefangene geblieben. Der neue Ort, Bagdad, das alte Babylon, das hatte eine andere Religion, eine andere Sprache, eine andere Kultur. Sie waren also fremd. Sie wussten auch, sie werden nur auf Zeit hier sein. Gott sagt ihnen, in 70 Jahren geht ihr wieder. Wie selbstverständlich wäre es da gewesen, dass man auf seinen Koffern sitzen bleibt. Dass man sagt, okay, wir leben hier im Provisorium. Ich miete nur eine Wohnung, ich baue mir nicht ein eigenes Haus. Ich lehre meine Kinder, dass wir dann auch bald wieder hier weg sind. Aber trotzdem, obwohl sie in dieser ganz schwierigen Integrationssituation sind, möchte Gott, dass sie sich mit Haut und Haaren und mit ihrem Herzen auf diesen Ort einlassen. Ich habe mich gefragt, warum? Und als ich darüber nachdachte, ist mir ein Wort von Jesus in den Sinn gekommen, der an einer Stelle sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mit anderen Worten, Gottes Wirken, man kann etwas davon verpassen, man kann es übersehen, wenn man zurückschaut, wenn man nicht an dem Ort ist, wo man wirklich physisch hingesetzt ist. Oder um es positiv auszudrücken, durch den Ort, an dem ihr seid, durch den erlebt ihr Gott und nicht durch die Orte, an denen ihr mal wart oder wo ihr euch hinträumt. So beschreibt er es auch für die Israeliten in Babylon. Dort sollen sie Gott erleben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.
Das ist die frohe Botschaft Jesu, wenn er sagt, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Ihr könnt Gott an jedem Ort erleben. Er liebt euch, er liebt jeden von euch und diese Liebe könnt ihr überall erfahren. Aber, so sagt unser Predigtwort, so sagt das Wort vom Pflug, tatsächlich nur an dem Ort, an dem ihr auch wirklich seid. Für alle die unter uns, die sagen, ganz ehrlich, Integration ist nicht so mein Thema. Ich bin seit 50 Jahren am gleichen Ort, ich bin auf dem gleichen Hof aufgewachsen und habe dort immer mein Leben verbracht, wo ich jetzt auch bin. Ich habe 30 Jahre die gleiche Arbeitsstelle. Ganz ehrlich, ich glaube, auch für diese Menschen ist es gar nicht so einfach, wirklich an dem Ort zu sein, an dem man sich befindet. Seit ein paar Jahren gehe ich einmal im Jahr in ein Kloster in der Nähe von Hannover. Und eine der Übungen in diesen Einkehrzeiten, die wir dort machen, ist zu versuchen, sich ganz wirklich auf das zu konzentrieren, was man macht. Innerlich dort zu sein, wo man ist. Erst dachte ich, ist klar, ist ja kein Problem. Aber dann habe ich gemerkt, das ist total schwierig. Achten Sie sich mal darauf, wenn Sie morgens zur Arbeit fahren, wenn Sie mittags zu Mittag kochen oder bügeln. Wo sind Sie wirklich? Bügeln Sie oder sind Sie mit Ihren Gedanken vielleicht bei der Begegnung von übermorgen, vor einem Treffen von gestern? Das ist richtig schwierig, an dem Ort zu sein, wo man wirklich ist. Aber meine Erfahrung aus dem Kloster ist, ich will das an was ganz Kleinem zeigen, es lässt einen Gott ganz anders erfahren, wenn man so lebt. Ich habe das beim Essen gemerkt. Ich danke Gott immer vor dem Essen fürs Essen. Aber dass sich wirklich das Gefühl von Dankbarkeit einstellt für dieses Essen, dafür muss ich das Essen schon wirklich genießen. Dafür muss ich hinschmecken, wie es sich denn, dass das lecker schmeckt. Ja, wenn ich merke, oh, was Gott mir hier gegeben hat, ist wirklich toll, kann ich ganz anders Dankbarkeit empfinden, als wenn ich das einfach am Anfang mal so sage. Und ich habe festgestellt, ich denke beim Essen fast nie an das, was ich esse. Ich denke ganz allermeist an tausend andere Dinge, nur daran nicht. Das ist ein ganz kleiner Punkt, an dem ich erfahren habe, Gottes Wirken, wie gut er es mit mir meint, dass er mir diese Nahrung gegeben hat. Das erfahre ich und realisiere ich, nur wenn ich mich wirklich auf den Ort einlasse, auf das, was ich hier gerade tue und wo ich bin. Das ist also der eine Rat von Jeremia an die Weggeführten. Lasst euch ganz mit Herz und Seele auf euren Ort ein. Und er gibt aber zum Thema Integration noch einen zweiten Rat. Er schreibt den Weggeführten, sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr's wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ganz wörtlich heißt es dort, denn in ihrem Frieden wird euer Frieden sein. Da ist das hebräische Wort Shalom dahinter. Alle, die hier drin Arabisch können, Salam. Das ist mehr als einfach nur kein Krieg. Shalom ist ein umfassendes Gutgehen, Wohlbefinden. Also wenn dieser Stadt es wirklich, wenn es dort in Ordnung ist, dann habt ihr als Neue auch was davon. Dann geht es auch euch gut. Alle hier drin, die selbst erlebt haben oder die Eltern haben, die es erlebt haben, wie die Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg aus dem Osten kamen, die haben erlebt, was es bedeutet, wenn ein Ort nicht im Shalom ist. Da gab es hier zu wenig Essen. Da gab es hier Wohnungsnot und die Flüchtlinge waren die, die das ganz stark zu spüren bekommen. Noch mehr, die hier mitessen wollen, die hier mitwohnen wollen. Wenn man so als Neuer kommt, man hat wenig Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Man hat keine Finanzen, meistens. Man hat keine Beziehungen, man weiß nicht, wie es am neuen Ort läuft. Aber Jeremia sagt den Deportierten, etwas habt ihr. Ihr habt das Gebet. Euer Gebet bei Gott, es wird helfen, dass Gott diesem Ort das Wohlbefinden schenkt, das ihr auch für eures braucht. Das Gebet, es bewirkt viel. Liebe Gemeinde, wenn wir in der Herausforderung stehen, dass wir uns irgendwo neu integrieren müssen, dann lasst uns versuchen, das ganz zu tun. Dort ganz mit Herz und Seele am Ort anzukommen und Gott an und in und durch diesen Ort zu suchen und für diesen Ort zu beten. Jeremia schreibt Worte, die als eine große Verheißung über einer solchen Haltung stehen.
Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Amen. Wir hören jetzt Musik mit dem Titel Er ist Fleisch geworden. Er ist sozusagen in die Welt gekommen. Das ist eine wunderschöne Überleitung zum Abendmahl, das wir nachher feiern, indem wir feiern, dass Jesus in unserer Mitte ist, in unsere Welt gekommen ist, durch Brot und durch Wein. Thank you.
wenn ich zweifel, wer ich selbst bin, will ich nur noch zu dir rennen, ich trau dir alles zu. Du liegst übernatürlich, du bist gütig und bist für mich. Ich vertrau dir, wenn du willst nicht, ich trau dir alles zu. Denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen, in dir wird alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen, in dir wird alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Der Himmel bei uns wohnt.
wenn Jesus mit uns Abendmahl feiert, dann dürfen wir ja ganz nah erleben, was das bedeutet, wenn wir ihm begegnen, im Saft, im Wein und im Brot, das wir da schmecken. Wir dürfen einfach so zu Jesus kommen, mit all unseren Stärken, aber eben auch mit unseren Schwächen. All das, was nicht so läuft in unserem Leben, wo wir selbst nicht stolz drauf sind, all das will er uns vergeben in diesem Abendmahl. Und weil wir der Baustellengottesdienst sind, haben wir uns gedacht, wir machen das heute mal ganz anders. Wir haben viel Feedback bekommen, wie das so ist, wie sich Menschen hier im Kreis fühlen mit dem Kelch und den Oblaten. Und wir haben mit den Menschen gesprochen und haben gesagt, okay, heute ist es mal anders. Heute darf jeder von Ihnen, von euch Abendmahl so feiern, wie das für einen selbst richtig ist, wie sich das gut anfühlt. Das funktioniert nachher so. Hier vorne wird es ganz traditionell, wer möchte, Oblaten geben. Wir feiern das Abendmahl nicht in Kreisen, sondern sie kommen einfach durch den Mittelgang nach vorne. Und denken, wissen, hier vorne, hier rechts gibt es Oblaten. Hier links wird es keine Oblaten geben, sondern Matzen. Matzen, das ist ungesäuertes Brot, das ist ganz traditionell. Das ist genau das Brot, was Jesus damals bei seinem letzten Abendmahl und bei dem ersten Abendmahl zugleich gegessen hat. Das sind Matzen, die gibt es auf dieser Seite. Wenn Sie eine Oblate, ein Stück Matzen genommen haben, dann essen Sie die bitte direkt und gehen dann weiter. Sie können dann in diese Richtung gehen. Hier ist eine Station aufgebaut mit Wein. Also nicht mit Saft, sondern mit Rotwein. Und da können Sie sich wieder, wenn Sie sich auf der rechten Seite anstellen, dort gibt es ganz traditionell den Gemeinschaftskelch, den Sie auch vom Abendmahl kennen. Und Sie können dann einen Schluck aus dem Gemeinschaftskelch trinken. Wenn Sie das nicht möchten, dann stellen Sie sich in die linke Reihe an und dort gibt es kleine Einzelkelche für jeden Einzelnen, eben auch mit Rotwein. Wenn Sie dann quasi durch die Mitte kommen, wenn Sie da angelangt sind, versuchen Sie komplett außenrum, um durch die Kirche zu gehen und wieder zurück zu Ihrem Platz zu kommen, dann klappt das, glaube ich. Wir wissen das nicht, wie es klappt, wir machen das erste Mal. Auf dieser anderen Seite ist es genauso aufgebaut. Wenn Sie sich rechts anstellen, da gibt es den Gemeinschaftskelch und in der linken Schlange, da bekommen Sie dann einen Einzelkelch. Das ist das Abendmahl, so wie wir es heute feiern möchten. Und ganz, ganz herzlich gerne nehmen wir Feedback entgegen. Wenn wir nachher in der Kaffeeecke stehen oder Käsebrötchen essen, erzählen Sie uns das. Sprechen Sie irgendwen im Team an, unterhalten sich darüber. Wie war das für Sie? War das gut? War das stimmig? War das vielleicht nicht so gut? Geben Sie uns ein bisschen Feedback und dann können wir daraus lernen. Und uns, ja? Da gibt es Saft. Sehr gut, dass du das sagst. Auf dieser Seite gibt es Saft. Bei der Kinderecke kann man sich merken, bei der Kinderecke gibt es Saft. In der Gebetsecke gibt es Wein. So werden wir gleich Abendmahl feiern. Sehr gut. Alle Kinder kommen schon mal ein bisschen näher, dann könnt ihr gut gucken, wie das funktioniert. Weißt du, wie Jesus damals Abendmahl gefeiert hat? Da musst du da genau da stehen bleiben und aufpassen. Denn in der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er den Kelch und er dankte. Und er gab ihn seinen Freunden, den Jüngern, und sprach, trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und jedes Mal, wenn ihr daraus trinkt, dann erinnert euch an mich. Das hat er gesagt. So steht es in der Bibel. Und er nahm auch das Brot an diesem Abend. Und er dankte dafür
und gab es seinen Freunden und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der ist für euch gegeben. Und erinnert euch jedes Mal daran, wenn ihr das tut. Und jetzt kommt nach vorne und seht und schmeckt, was Jesus uns da geschenkt hat. All das dürft ihr jetzt erfahren. Ich komm, ich komm.
Herr Jesus, ich danke dir, was du für uns getan hast. Ich danke dir für dieses Mal und ich danke dir für die Kraft, die du uns schenkst. Hab Dank dafür. Amen. Wenn wir gleich beim letzten Lied, die Kollekte einsammeln, dann ist die bestimmt für die Telefonseelsorge. Und ich lese Ihnen, was uns dazu geschrieben wurde. Es gibt hier ganz viele Beispiele. Lisas Versetzung ist gefährdet und sie hat Angst. Oder in der Ehe von Herrn S. gibt es gewalttätige Konflikte. Frau H. kann nur noch im Bett liegen. Sie fühlt sich so einsam. Die Telefonseelsorge ist da für alle. Kostenfrei, rund um die Uhr und völlig anonym. Sie ist telefonisch im Chat oder per Mail erreichbar. Und es gibt rund 500 Ehrenamtliche, die sich da engagieren. Und die sind alle aus unserer Landeskirche. Dafür sammeln wir beim letzten Lied. Und jetzt bitte ich Sie, sich zu erheben für die persönlichen Mitteilungen. Wir haben Abschied genommen am Freitag von Herrn Heinrich Meyer aus Dünsen. Er wurde 79 Jahre alt und wir werden jetzt eine Kerze für ihn entzünden. Sie dürfen sich gerne wieder setzen. Nee, wir haben nur eine. Natürlich gibt es heute wieder einen Vlog, ein Videoblog, ein Gemeindetagebuch. Heute etwas länger. 6 Minuten lang dürfen Sie sich freuen auf einen besonderen Vlog. Wir waren ja auf Thema-Freizeit. Die Thema wollten unbedingt auf Freizeit gemeinsam gehen und wir haben da ein paar Stücke draus gefilmt, was wir da alles so erlebt haben in Amsterdam und das kommt jetzt. Wie es ausschaut, haben wir den richtigen Bus. Das ist der da. Wie lange dauert es noch? Deine Käse. Schinkenflöte. Schmeckt super. Aber man kann nicht drauf spielen. Man kann nicht auf der Flöte spielen, ja? Emma, wie war das Busklo, Emma? Mir ist es schlecht. Ich muss aus dem Fenster gucken. Es ist mir schlecht. Wer fehlt denn? Ich dafür. Was kann ich dafür, wenn die einen da nicht rauslassen? Großes Kino für uns zwei. Atemlos. Und wenn ich in deiner Hand bin, trau ich dir alles zu. Du machst alles neu. Schon wieder hässlich!
Das Essen hier, das Frühstück. Das gibt es. Also mal gucken hier. Marmeladenbrot. So eine Art Müsli. Ja, genau. Was ist das da? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Joghurt. Es ist Obst. Joghurt mit Obst und crunchy Müsli. Ja. Das magst du aber nicht. Aber ganz gesund hier. Richtig. Ja. Mama, guck mal. Na, gute Auswahl, ne? Ja. Was wollt ihr essen? Keine Ahnung. Alles. Ganz lecker, es gibt das asiatische Frühstück. Okay, die essen es den ganzen Tag durch, aber die haben hier nichts. Lecker. Na Mädels, könnt ihr das auch? Ein Cowboy. Strawberry. Thank God I can speak English. Was macht ihr da? Wir machen ein Snappen. Live Snap hier. Live Snap. Snap mal weiter. Das sind mein Dings auch, ne? Hier gehen wir auch mal. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Jesus, den Sohn. Wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Und das Gefühl, nicht dazuzugehören. Kein schönes Gefühl. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, oh Gott. Nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Timo ist gar nicht mehr zu stoppen. Ja, weil ich in let's go. Der Mensch, wie wir gefunden, wie wir am Steuer, das ist teuer. Aha! Das ist sehr gut. Ah, Kamikaze, nicht Spaß. Oh nein! Voll geil. Lasse. 3, 4. Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Halleluja, praise the Lord. Right where we are. In der Central Station von Amsterdam und warten auf unseren Zug. Timo hat uns gerade noch Essen gekauft und jetzt sind wir gut vorbereitet für unsere Heimreise. Das Schönste auf der Reise fand ich, wir waren irgendwo mitten im Hostel oder in einem Lokal, mitten in der Stadt, in Booten, in einem Museum, wo auch immer. Und bevor wir gegessen haben, fingen wir immer an. Sehen wir, es klappt. 3, 4. Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Right, very, yeah, bam, bam, bam. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Right, very, ah. Thank you, Lord, for giving us food. Wir haben überall unser Tischgebet gesungen, ganz egal, wo wir waren. In der Bahn haben wir es auch gemacht, in den Booten, mitten im Hotel. Und das war eine richtig schöne Gemeinschaft, ein richtig schönes Erlebnis.
was wir da hatten in Amsterdam. Und ich hoffe, wir können das wiederholen im nächsten Sommer, wenn wir dann auf Sommer-Thema-Freizeit gehen. Und jetzt lassen Sie uns gemeinsam Fürbitte halten. Wenn wir Fürbitte halten, dann beten wir ja gemeinsam. Und wenn irgendwer einfach mitbeten möchte, jemand von Ihnen kann einfach nach vorne kommen und hier gemeinsam an meiner Seite mitbeten. Das ist an, genau. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, für deine Stärke. Ich danke dir, dass du uns zutraust, an allen Orten anzukommen, mit allen Schwierigkeiten, die es da geben mag. Aber ich danke dir für diese gute Verheißung, die wir haben, dass wenn wir uns da voll einlassen und dich nicht vergessen, dass wir, wenn wir dich in unsere Mitte holen, dass wir überall, an jedem Ort ankommen können, an jedem Ort Ruhe finden können von unserem Alltag und ja, einfach, dass es uns gut geht. Dafür danke ich dir. Ja, Herr, ich möchte dir auch danken für die Menschen in dieser Stadt, Herr. Ich möchte dir danken für Habstedt, für das Leben in Dünsen und dafür, dass du jeden Mensch siehst und liebst. Ich möchte auch beten für alle Kinder, Herr, für die Kinder, für die ganzen Kinder in dieser Gemeinde. Und heute sind so viele hier und es ist so eine Freude, das zu sehen, weil du groß bist, Gott. Und ich danke dir dafür, dass ich hier sein darf. Und Herr, ich danke dir, dass du unsere Gebete immer wieder erhörst. Wir haben die letzten Monate viel gebetet für Menschen, die plötzlich krank geworden sind und ganz schwer. Und allein in unserer Baustellenband. Und was da alles passiert ist, rückblickend, das ist einfach Wahnsinn. Und dafür bin ich dir ganz, ganz dankbar. Und ich bitte dich um Kraft, wenn wir Kraft brauchen im Alltag, wenn wir irgendwie diesen Alltagskampf führen und mit all dem, was da auf uns eindringt, dass du uns immer wieder Momente von Ruhe und Nähe zu dir schenkst, dass wir immer wieder erfahren dürfen, ja, du bist da und du gehst mit uns durch dieses Leben. Ja, Herr, wir wollen beten für die Kranken, Herr, dass du sie heilst, aber auch für jeden, der verletzt ist in seiner Seele, Herr, dass du alles neu machst, das haben wir gesungen, du machst alles neu, Jesus, und darum bitten wir dich in deinem Namen. Und wir beten alle gemeinsam, so wie wir es von dir gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin in diesen Tag unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir hören jetzt noch einmal die Band. Wir singen
mit der Band gemeinsam das Segenslied, zuerst nur instrumental. Dabei wird die Kollekte eingesammelt und dann stimmen wir alle mit ein. Und danach gibt es wie immer hinten Zeit für Gemeinschaft, Zeit zum Klönen, Zeit für guten Kaffee und ein Käsebrötchen. Segne dich, behüte dich.
Herrn Gesicht leuchten über dir und der Herr sei gebetet. Erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht die Verpflichtung. Oder lässt schon nicht mehr für dich wie ein Traum thank you.